Ich hebe sofort, sogleich und ohne Mucken die Hände vor mein Gesicht, um mich zu schützen. Weil egal wann dieser Part hochgeladen wird, es wird sowas von außerhalb meines eigentlichen Hochladplan. Ja, weil 3 Tage sind längst verstrichen. Aber ich habe gerade so viel zu tun irgendwie. Ich habe da irgendwie gar keinen Kopf gerade dafür, meine computertechnischen Sachen zu machen. Oh. Aber ist bald vorbei und dann sind auch noch Sommerferien und so. Vielleicht schaffe ich es da eher, obwohl ich einige Pläne für die Sommerferien habe. Aber bitte nehmt es mir nicht übel. Ich habe einfach gerade viel zu tun. Ja, interessiert mich nicht. Also bitte, bitte nicht böse sein. Das ist gerade ein bisschen schwierig gerade. Wo waren wir überhaupt? Achso, er hat uns eingeladen, ne? Zu einem Date, ne? Ja, Kellner. Hallo, was möchtet ihr trinken? Möchtet. Gerade erster Satz und schon versprochen. Ich habe so ein Talent daran. Nathan nickt mir zu, damit ich bestelle. Warte mal, ich möchte erstmal sehen, was neu ist. Eine Nachricht von Jasmine. Ich weiß, dass dich die Sache mit Henry getroffen hat. Möchtest du darüber sprechen? Nein. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Es ist nichts. Das hatten wir schon. Ich musste erstmal wieder in dieses mehr oder weniger Beton reinkommen, obwohl ich noch nie Talent darin hatte. Eine was will sie haben? Eine Grenadine? Grenade? Was ist das? Keine Ahnung, kann ich nicht aussprechen. Und für mich eine Cola. Danke. Der Kellner entfernt sich schnell. Jetzt sitze ich ihm allein gegenüber. Ich würde gern etwas klarstellen. Ja? Was denn? Ich brauche keinen Vermittler. Ich habe noch nie einen gebraucht. Ich schaffe sowas schon allein. Aha. Ich werde rot. Aha. Clement, das ist Plappermaul. Den bringe ich um. Ich bin sicher, das hat er extra gemacht. Das merke ich mir. Oh. Sieht aus, als hätte Clement aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich glaube schon. Manchmal ist Denken echt nicht seine Stärke. Kann sein, aber beim Basketball ist er ein echter Stratege. Aha. Also ich mag ja Basketball und ich denke da nie so groß nach. Ich spiele einfach. Ich verstehe nicht viel von Basketball. Ich weiß, man muss den Korb treffen, was Strategien betrifft. Ja, so ähnlich sieht's aus, obwohl ich Basketball kann, schon mehr oder weniger. Da habe ich keine Ahnung. Er lächelt mich an. Jedenfalls wollte ich das klarstellen. Umso besser. Zweitens. Ich finde dich wirklich wunderschön. Das weiß sie bereits. Wie originell. Ich würde dich gern besser kennenlernen, weil du mir wirklich gut gefällst. Aha. Was sagst du dazu? Aha. Der Kellner bringt die Getränke und unterbricht uns. Nathan besteht darauf zu zahlen. Der Kellner geht wieder. Erstmal danke für das Kompliment. Das ist nett. Und, naja, warum nicht? Es ist immer schön, neue Leute kennenzulernen. Ich hasse sowas, ne? Ich bin da echt. Da habe ich eine Mauer um mich drum. Irgendwie kann ich das gar nicht. Nathan ist ein wirklich netter Typ. Und wenigstens redet er. Das ist mal was anderes als Henry mit seinen einsilbigen Antworten und schon wieder spukt er in ihrem Kopf rum. Das ist echt unverbesserlich. Ich denke also immer noch an ihn. Also wirklich. Hey, ich habe ein Echo. Echo! Wir sehen Nathan an, der redet. Er hat viele Hobbys. Er ist in der Basketball- und in der Hip-Hop-AG. Oh, ich habe auch mal Hip-Hop gemacht, aber dann hat sie sich aufgelöst. Er macht in diesem Jahr sein Abi und möchte dann Jura studieren und Anwalt werden. Igitt, geh weg.
Beeindruckend. Ja. Was hat sie da für ein hübsches Top an? Mal davon abgesehen, dass es sie so hoch geknotet hat, aber sie kann es ja halt tragen, ne? Aber was er alles redet. Er redet nur von sich. Ich glaube, er hört sich gern nur selbst reden. Ich langweile mich, wie ätzend. Nach einer guten Stunde Monolog verabschieden wir uns. Sieht so aus, als wüsste er alles über mich. Er hat mir schließlich keine einzige Frage gestellt. Die CPU-Auslastung ist schon wieder so hoch. Das ist CPU-Auslastung 100%. Kein Wunder, dass mein Laptop immer so langsam wird bei diesem Spiel, wenn die Auslastung so hoch ist. Jasmine. Und? Wie war es? Wie ist er so? Ich will alles wissen. Ganz schön neugierig. Ist lustig, dass jetzt ihr Handy hoch oben schwebt und gleichzeitig in ihrer Hand ist. Also, ich fand ihn nicht interessant. Wirklich? Dabei hat Clement gesagt, er sei intelligent und rede gerne. Also genau dein Typ. Ja, aber er redet zu viel und nur von sich. Eine ganze Stunde lang habe ich ihm zugehört, wie er von sich und... Ach ja, von sich erzählte. Lol. Schade eigentlich, war er süß. Ich weiß, du stehst nicht auf so selbstverliebte Typen. Ich glaube, sie hat genau das gleiche Problem, ihren Typ zu definieren, wie ich. Hallo Laila, es war schön mit dir vorhin im Café. Das sollten wir mal wieder machen. Bis morgen in der Schule. Oh, das würde mich so... Da könnte ich, glaube ich, nicht drauf antworten. Was soll ich darauf antworten? Ich antworte gar nicht. Ja, das wäre ich wahrscheinlich. Weil ich denn keine Lust hätte, den Menschen zu verletzen. Außer es wird mir zu viel, dann mache ich das. Du lass mich in Ruhe, ich will nichts von dir. Du gehst mir auf die Eierstöcke. Sowas darf man doch bei YouTube sagen, oder? Nicht, dass ich dann eine Verwarnung kriege. Und wie ist es mit Nathan gelaufen? Gar nicht. Was heißt gar nicht? Dein Freund findet sich selbst ziemlich toll, oder? Clement kratzt sich am Kinn. Nicht, dass ich wüsste. Warum? War er komisch? Was hat er denn gesagt? Er hat mir eine Stunde lang erzählt, was er alles so macht, was er gerne machen würde, welche Filme er mag, wo er schon gelebt hat, was seine Lieblingssocken sind, welche Farbe der Apfel hatte, den er gestern gegessen hat und noch viele weitere wichtige Informationen. Er hat sich keine Minute lang für mich interessiert. Ah, das ist echt nicht besonders cool. Ich sehe Henry ganz in unserer Nähe stehen. Hallo. Er mag Farben, ne? Das mag ich. Weil ich trage auch immer so farbige Hosen. Finde ich toll. Er hat ausnahmsweise mal kein Buch dabei. War dieses ausnahmsweise mal kein Buch dabei, nicht auch schon vor wenigen Tagen, als diese hässliche Gruppe ihn da bedroht hat? Ich sehe ihn nicht an und versuche ihn zu ignorieren. Aber das ist schwieriger, als ich dachte. Nö, ist ganz leicht. Hey, hallo. Ah, da ist ja der Super... da ist ja der Herr Super-Ego. Ich finde ja Clement um einiges hübscher. Aber wahrscheinlich auch, weil er einen dunkleren Tar hat. Und die Frisur ist hübscher. Nathan begrüßt Clement mit einer demonstrativen
mit einem demonstrativ männlichen Handschlag. Kann da bitte eine Animation folgen, weil ich mir darunter nichts vorstellen kann? Man riecht das Testosteron schon von weitem. Hallo, Laila. Hi, ich habe meine Englischlehrerin gehört. Ich muss schnell mal gehen. Er begrüßt mich und stützt sich mit seiner Hand hinter mir an der Wand ab. Uah, geh weg. Geh weg. Sein Gesicht ist ganz nah bei meinem. Ich bin verlegen. Nein? Wegschubsen? Wie wär's damit? Hallo, Nathan. Du hast gestern gar nicht auf meine SMS geantwortet. Oh, ist ja jetzt traurig. Ach, ich wusste nicht, dass ich darauf antworten sollte. Wieso? Ich stelle mich dumm. Na, du hast keine Frage gestellt. Träum ich oder musste Henry ein Lächeln unterdrücken? Ah, ja, vielleicht. Okay, gut. Bis später. Nathan entfernt sich von unserer Gruppe und geht zu seiner Klasse. Tschüssi! Hey! Das war zwar lustig, aber gar nicht nett von dir. Gib ihm doch wenigstens eine Chance. Hat sie doch schon. Ich habe ihn ja nicht komplett abblitzen lassen. Falls er mir eines Tages mal eine andere Seite von sich zeigt, sag ich nicht nein. Du bist echt blind, Laila. Was soll das denn jetzt heißen? Der Typ ist der Hammer. Alle Mädels träumen davon, an deiner Stelle zu sein. Nein? Woher willst du das wissen? Ich bin schließlich nicht blind. Ich sehe, wie sie alle tuscheln, sobald er vorbeigeht oder was sagt. Na und? Seit wann ist das ein Kriterium? Außerdem fragen uns ständig Mädels, was er so macht und ob er Single ist. Er gestikuliert und ahmt die aufregenden Teenies nach. Er übertreibt echt. Na und? Soll ich etwa mit ihm ausgehen, weil alle anderen Mädchen davon träumen, sich seine Monologe anzuhören? Mein Reden? Nein, das meine ich nicht. Was meinst du dann? Ich kann dir nicht ganz folgen. Henry ignoriert mich immer noch, aber ich glaube, er hat unser Gespräch genau verfolgt. Ich wette sogar, es interessiert ihn, aber er tut so, als würde er gar nichts hören. Who cares? Er ist trotzdem intelligent und sieht gut aus. Vielleicht, aber dein Kumpel ist echt langweilig. Und was sagst du dazu, Jasmine? Also... Oh scheiße, was war das denn? Also, wenn er leider nicht gefällt, weiß ich nicht, was dein Problem ist. Ich werde euch Mädels wirklich nie verstehen. Eine wunderschöne Lade, bitte. Irgendwie habe ich immer noch Angst vor diesem Wohnzimmer. Das irritiert mich echt. Verrückt, dass Clement geglaubt hat, ich würde mich für einen Typen wie Nathan interessieren. Ich mag zwar gut aussehende Typen, aber nicht solche, die sich selbst total toll finden. Jo, sie hat anscheinend eine ähnlich schwere definierten Typauswahl. Typfavoriten, wie auch immer. Wie ich. Ich meine, diese Kombination ist echt schwierig. Und ich schaffe es immer noch nicht, die Sache mit Henry zu vergessen. So hat sie sich schon wieder umgezogen. Zieht sie sich dreimal am Tag um? Ich dachte, ich könnte das einfach verdrängen. Wieso nehme ich mir das so zu Herzen?
Gute Frage. Er hat meinen Stolz verletzt. Okay, aber trotzdem. Vielleicht geht das Ganze auch noch tiefer. Natürlich, das ist der Sinn von dieser Story. Alles in Ordnung, mein Schatz? Natürlich, warum fragst du? Du wirkst so nachdenklich. Oma setzt sich zu mir aufs Sofa. Sie wirkt beunruhigt. Oh, Mist. Sieht man mir das so an? Ärgert dich jemand in der Schule? Nein, nein. Ist es wegen einem Jungen? Das Schweigen spricht Bände. Ja, nein, also nicht so ganz. Wieso? Sie ist neugierig, sie macht sich Sorgen um mich. Es ist dieser Junge, Henry. Wer ist Henry? Das ist unser Klassenbester. Er weiß alles, hat eine große Brille, ist blond und hat einen Seitenscheitel. Er erfüllt alle Klischees von einem Streber. Interessant. Ist das der Junge, von dem Alex letztes Mal beim Essen gesprochen hat? Der, dem du geholfen hast? Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, wollte er deine Hilfe nicht, oder? Dabei bin ich nur dazwischen gegangen, weil ihn eine Gruppe von Idioten... Was heißt dazwischen gegangen? Ich habe einen der Jungs an die Wand gedrückt. Dabei habe ich den Polizeigriff angewendet. Layla! Was? Ich lerne doch nicht umsonst eine Kampfsportart. Vit Vodao dient zum Training der Selbstbeherrschung, nicht zur Gewalt. Aber er hat doch Henry bedroht. Schnief, schnief. Hast du dir denn nichts aus deinen Kursen gemerkt? Mein Eingreifen scheint meiner Mutter nicht zu gefallen, aber sie hält sich zurück. Sie möchte, dass ich weitererzähle. Daddy! Sie ist nicht die Einzige. Papa hat unser Gespräch gehört. Er mag es nicht, wenn ich unglücklich bin. Er kommt und hört auch zu. Ich glaube, das wäre der Punkt, wo ich in mein Zimmer gegangen wäre. In dem Moment ist Alex aufgetaucht und hat die Jungs vertrieben. Dann ist er wieder gegangen. Dann hat Henry mir einen Vortrag darüber gehalten, dass ich das alles lassen sollte. Ich sollte aufhören, ihn zu bemitleiden und ihm hinterher zu rennen. Ich war natürlich gekränkt und ich habe ihn auch zurechtgewiesen und stehen gelassen. Mama schaut Papa an. Ja, sie hat ihre Augen geschlossen. Schaut ihn aber an. Interessant. Und jetzt bereust du, was du gesagt hast? Also, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich war so wütend, dass ich gar nicht über die Wirkung meiner eigenen Worte nachgedacht hatte. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Seit Tagen fühle ich mich unwohl. Ich weiß nicht, wohin ich gucken soll. Ich zwinge mich, ihn zu ignorieren und stark zu sein. Bla 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 bla. Aber ich bin einfach zu wütend auf ihn. Bla bla bla. Leute, mich interessiert dieses Gefasel hier gerade so null. Achso, wir haben schon eine Szene beendet, merke ich gerade. Ich wollte doch nur nett sein und ihm helfen. Er hatte vielleicht seine Gründe dafür, dass er keine Hilfe wollte. Ja, vielleicht. Stimmt. Ich glaube, du machst ihn zum einzigen Schuldigen in der Geschichte, obwohl du auch Fehler gemacht hast. Manchmal muss man sich auch an die eigene Nase fassen. Wenn ich Albert lese, muss ich sofort an den Kerl denken aus Die Leiden des jungen Werthers.
weil wir den neulich im Deutschunterricht so durchgekaut haben. Gott. Diese Bemerkung trifft mich wie eine Ohrfeige. Man ist sie empfindlich. Mir wird plötzlich bewusst, dass sie recht haben. Was ich zu Henry gesagt habe, passt überhaupt nicht zu mir. Überhaupt nicht. Okay, er hat sich wie ein Idiot verhalten, aber deshalb musste ich nicht genauso reagieren. Ich fühle mich zwar immer noch in meinem Stolz verletzt, aber gleichzeitig auch erleichtert. Meine Eltern sehen, dass ich mich beruhige, aber sie schauen mich weiter ernst an. Ja, sehr ernst. Heißt das, ich muss mich entschuldigen? Ja, ich denke, schon. Aber er hat mich so mies behandelt. Vielleicht, aber das ist auch sein Problem. Verstehst du, was ich meine? Aber das ist sein Problem, so. Ich habe keine Lust, mit ihm zu reden. Er bekommt sowieso nicht mehr als 3 zusammenhängende Worte heraus. Das stimmt nicht, wir haben es schon anders erlebt. Aber ich muss mich bei ihm entschuldigen. Das kann ja was werden. Mama nimmt mich in den Arm. Du hattest immer einen großen Gerechtigkeitssinn. Mach weiter so, mein Schatz. Dieser junge Mann war ungerecht zu dir und sicher auch ungeschickt. Bestimmt fühlt er sich auch nicht wohl. Naja, wir werden sehen. Versuch nachsichtig mit ihm zu sein. Ich hab die coolsten und weisesten Eltern der Welt. Jo. Danke, Mama. Danke, Papa. Ich glaube, jetzt geht's mir besser. Mir ist einiges klarer geworden. Heile Familienwelt. Ich hätte schon viel eher mit euch reden sollen. Ja. Aber und warum hast du es nicht getan? Also, weißt du, es ist nicht so leicht, über sowas zu reden. Außerdem war ich nicht besonders stolz auf mein Verhalten. Ich habe mir etwas vorgemacht und mir eingeredet, es ginge mir schon besser, aber das stimmte nicht. Ich habe die ganze Zeit weiter daran gedacht. Sag mal, bist du nicht vielleicht ein bisschen in diesen Jungen verliebt? Was? Nein. Mit meiner Mutter rede ich immer über solche Dinge. Ich werde rot. Warum, weiß ich auch nicht. Nein, nein. Wenn du ihn sehen würdest, würdest du das verstehen. Warum? Ist er etwa so abstoßend und hässlich? Ich überrasche mich selbst dabei, dass ich über die Frage nachdenke. Eigentlich nicht wirklich. Sagen wir, er macht nur nichts aus sich. Er tut alles dafür, möglichst unauffällig zu sein. Versteht ihr? In so einen kann ich mich nur schwer verlieben. Das heißt nicht, dass ich nur Typen mag, die besonders beliebt sind. Leute, mir geht dieses Gespräch so auf den Senkel, ich habe keine Lust mehr. Sondern? Keine Ahnung. Mit Henry kann man sich einfach nicht unterhalten. Und ich habe es wirklich versucht. Keine Sorge, ich habe verstanden, dass er dir einfach nicht gefällt. Aha. Schatz, ich erinnere dich daran, dass ich dir am Anfang auch nicht gefallen habe. Ach, wie das denn? Er ist doch so ein hübscher Mann. Meine Mutter lächelt meinen Vater zärtlich an. Ja, stimmt. Du warst das Gegenteil von meinem Traumtypen. Das Gegenteil? Und außerdem hatte sie damals schon einen Freund.
Mama. Ich kann, sorry, aber ich kann dieses Lachen einfach nicht nachmachen. Nun ja. Und wie hat er dich trotzdem rumgekriegt? Dein Vater war sehr geduldig. Er hat mich zum Lachen gebracht. Er war anders als die anderen. Er war nett und intelligent. So sind wir schnell Freunde geworden. Außerdem sah er mich immer an, als wäre ich das Schönste, was er je gesehen hat. Aus der Freundschaft ist Liebe geworden. Ich habe den anderen verlassen und mich in die Arme deines Vaters geworfen. Wie süß! Und sie hat es nie bereut. Das sehe ich. Sie sind echt niedlich. Ich stehe wieder auf. Danke nochmal, dass ihr mir zugehört habt. Ich gebe beiden einen Kuss. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht, mein Schatz. Nacht, Maus. Maus. Gute Nacht, schlaf gut. Ja, wir haben nur 32, 33, 34, 35 Sekunden gebraucht. Aber wir haben auch 2 Szenen durch, ne? Ich könnte noch eine weitere einsammeln. Aber ich habe keine Lust. Weil wir ja eh minus 2 Szenen machen. Ich will mal kurz gucken, ob wir was Neues haben. Ich glaube aber nicht. Aber ich habe vorhin ein Ausrufezeichen gesehen, soweit ich mich erinnere. Ich glaube, das hatten wir schon irgendwo währenddessen mal gehabt. Haben wir neue Kontakte? Ich glaube nicht, ne? Nö. Okay, das war's. Dann bis, keine Ahnung, wie vielen Tagen. Ich habe ja im Moment viel zu tun. Auf Wiedersehen.